Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf, herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Mein Name ist Yevgeny Ponomarev. Wie gewohnt wollen wir uns in den kommenden 5 Minuten in die Welt der technischen Analyse begeben. Auch heute wollen wir uns zwei Basiswerte anschauen, zum einen den Goldpreis, zum anderen den DAX. Starten wir mit dem Blick in den vermeintlich sicheren Hafen, starten wir mit dem Goldpreis. Nun, der Blick auf den Goldpreis verzaubert uns kein Lächeln ins Gesicht, denn das Edelmetall hat die Tiefpunkte aus dem vergangenen Monat Juli erreicht. Und somit zeigt das Edelmetall die Vollendung der multiplen Top-Formation. Auf der Unterseite wartet die Unterstützung bei rund 1290 US-Dollar auf die Bären. Doch diese Unterstützung steht auf wackeligen Füßen, denn die bevor erwähnte Umkehrformation hat einen enormen Druck. Somit haben wir hier ein Abwärtspotenzial von rund 60 US-Dollar. Was verrät der Blick auf die technischen Indikatoren? Auch hier können wir uns kein Lächeln ins Gesicht malen, denn sowohl die Stochastik als auch der MACD haben junge Verkaufssignale generiert. Wir können nun die Bullen das Ruder zurück in die Hand nehmen. Nun, zunächst sollte die Marke bei rund 1130 US-Dollar zurückerobert werden, bevor Notierungen bei rund 1400 US-Dollar möglich sind. Was verrät der Blick auf den Silberpreis? Der kleine Bruder von Gold, den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Nun, Silber notiert wie gewohnt vor über der 200-Wochen-Linie, was durchaus positiv zu interpretieren ist. Dennoch ist Silber analog zu Gold derzeit auch eher in der Findungsphase. Um die alten Silbermarken bei rund 34 US-Dollar sozusagen wieder von den Bullen fokussieren zu können, sollte die 38-Tages-Linie nach oben hin weiter verteidigt werden. Nach unten hin kann der Stop bei der strategisch wichtigen Marke bei rund 18 US-Dollar platziert werden. Kommen wir nun zu den heimischen Börsen. Bevor wir jedoch uns dem DAX widmen, zwei, drei Sätze zum CDAX. Der CDAX spiegelt die 429 deutschen Unternehmen wider, ist somit viel breiter als der durchaus mehr bekannte HDAX, der die 110 Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TechDAX widerspiegelt. Was verrät der technische Blick beim CDAX? Ja gut, auf breiter Front ist dieser eher freundlich, denn wir notieren oberhalb der 38-Monatslinie und der CDAX hat mit dem Sprung über die 38-Monatslinie den Abwärtstrend verlassen. Somit haben hier die Bullen die Möglichkeit, das alte Allzeithoch bei 1100 Punkten anzuvisieren. Kommen wir nun zu dem DAX, zu dem geliebten DAX. Der DAX hat die neue Börsenwoche mit einem leichten Minus eröffnet, konnte jedoch aber die Marke bei rund 10.500 Punkten verteidigen. Diese 10.500 Punkte bieten oder zeigen den Start einer wichtigen Haltezone, die bei 10.400 Punkten endet auf der Unterseite. Somit trennen die Bären rund 100 Punkte Richtung Süden. Richtung Süden wartet auf die Bären auch die 200-Tageslinie bei rund 10.100 Punkten. Sollte diese 200-Tageslinie nach unten durchbrochen werden, sind durchaus auch vierstellige Notierungen denkbar. Der Blick auf die Indikatoren zeigt auch kein grünes Licht, denn diese sprechen für weiter fallende Notierungen. Was können die Bullen nun machen, um sozusagen die dunklen Wolken am Himmel zu vertreiben? Und diese Wolken haben auch, wie gesagt, vierstellige Notierungen mit sich im Rucksack mitgebracht. Nun, zunächst einmal soll das Jahresauftaktsgap bei rund 10.740 Punkten verteidigt werden und das jüngste Verlaufshoch bei 10.800 Punkten wieder zurückerobert werden. Erst dann sind Notierungen mit der sozusagen 11 vom Komma möglich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, das war's auch schon von der aktuellen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren eigenen Handelsaktivitäten. Vergessen Sie auch nicht, HSBC-Produkte bei der Umsetzung Ihrer Handelsaktivitäten zu benutzen. Bis nächste Woche Dienstag. Yevgeny Ponomarev von HSBC. Danke und bis bald.